ist auch sehr viel investiert worden hier herum auf der Festung. Das ist ein umfangreiches Projekt, aber glaube ich sehr wichtig für das Wahrzeichen Nummer 1. Ja, es ist ein umfangreiches Projekt. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Kulturgüter nicht nur erhalten, sondern auch geschützt werden. Und gerade der Brandschutz, der moderne Brandschutz, ist da etwas ganz Wichtiges. Wir haben ja die Festung barrierefrei gemacht und dadurch sind uns große Wasserbehälter abhanden gekommen, weil wir einen Lift eingebaut haben. Und so mussten wir entsprechend Ersatz schaffen. Wir haben auch eine Steigleitung errichtet. Und so können wir sozusagen jederzeit, wenn hier ein Brand ausbricht, auch entsprechend den Einsatz steuern. Wir haben in den letzten Jahren knapp 800.000 Euro allein in den Brandschutz und in die moderne Vorsorge. Da gibt es natürlich Sonderfahrzeuge, weil natürlich die Erreichbarkeit der Festung eine schwierige ist. Man muss sich vorstellen, man hat es mit einem historischen Bauwerk zu tun, wo die Erschließung natürlich sehr eng ist, die Bögen sehr knapp bemessen sind und da können wir nur mit Sondergeräten heraufkommen. Wir haben dazu extra eigene Pinzgauer, die den Personentransport sicherstellen. Worst case, die Festung brennt. Ja. Wie lässt sich das verhindern? Indem man gut vorbereitet ist. Man kann die Katastrophen nie verhindern, man kann nur richtig vorbereitet sein. Und deswegen haben wir in den letzten Jahren unser Lösch- und Trinkwasserkonzept erneuert. Wir haben die Brandmeldeanlage aufgerüstet. Wir haben von 500 auf 750 Brandmelder aufgerüstet. Und wir haben die neueste Feuerwehrtechnik im Haus. Man hat das gut gesehen, wir haben das auf speziellen Wegen drauf, sodass also die Einsatzkräfte, die heraufkommen, sofort vor Ort dann die richtige Ausrüstung haben. Und das hat sich jetzt gezeigt, das funktioniert alles.